Ich lese uns aus Lukas in Kapitel 2 die Weihnachtsgeschichte, die uns so vertraut ist. Es begab sich aber zu der Zeit, dass ein Gebot von dem Kaiser Augustus ausginge, dass alle Welt geschätzt würde. Und diese Schätzung war die allererste und geschah zur Zeit, da Quirinius Statthalter in Syrien war. Und jedermann ging, dass er sich schätzen ließ, ein jeder in seine Stadt. Da machte sich auf, auch Josef aus Galiläa, aus der Stadt Nazareth, in das jüdische Land zur Stadt David, die da heißt Bethlehem, weil er aus dem Hause und Geschlecht Davids war. Damit er sich schätzen ließe mit Maria, seinem anvertrauten Weibe, die war schwanger. Und als sie dort waren, kam die Zeit, dass sie gebären sollte, und sie gebar ihren ersten Sohn und wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Krippe, denn sie hatten sonst keinen Raum in der Unterkunft. Es begab sich aber zu der Zeit, dieser Text ist uns ja sehr vertraut, Kaiser Augustus, der im Jahre 8 vor Christus den Zensus das erste Mal eingeführt hatte im Stammland Italien und ein Jahr später, als Quirinius in Syrien Landpfleger war, auch in den Provinzen, in allen römischen Provinzen. Und in dieser Zeit spielt unsere Geschichte von Maria und Josef und dem Baby Jesulein. Was Lukas hier mit knappen Worten erzählt, haben Krippenspiele immer ausgeschmückt, mit viel Fantasie zahllos breitgetreten. Da ist die überforderte Mutter, die von einem Gasthaus zum anderen mit ihrem Josef geht und versucht, ein Quartier zu bekommen, aber erstaunlicherweise ist alles voll. Auch erstaunlicherweise, dass es so viele Gasthäuser in Bethlehem gab. Aber eine Person taucht ja bei Lukas gar nicht auf, die eine Hauptrolle in den Krippenspielen spielt, so wie wir es gerade eben auch hatten, nämlich der Wirt oder die Wirtin. Ich benutze jetzt einfach mal das Maskulin, der Wirt. Wir lesen eigentlich keinen einzigen Satz, der irgendwie was mit dem Wirten zu tun hat bei Lukas. Da heißt es nur, denn sie, Maria und Josef, hatten sonst keinen Raum in der Herberge, so übersetzt Martin Luther. Die Krippenspieler zogen aber den Schluss, wenn es eine Herberge gibt, das heißt ein Wirtshaus, dann muss es auch einen Wirt geben. Und wenn sie keinen Raum finden, dann muss es auch voll gewesen sein. Wer in den Krippenspielen diese Rolle vom Wirt bekommt, hat immer den schwarzen Peter oder man sagt ja etwas moderner die Arschkarte. Die Engel sind sehr begehrt. Oder auch die Hirten, das ist der Klassiker, aber wer will diesen Ekel, diesen herzlosen Wirten spielen? Katalyma heißt eigentlich nicht Herberge. Das griechische Wort, was dahinter steckt, heißt eigentlich Unterkunft oder manche meinen vielleicht auch das Obergemach. Man muss sich das vorstellen, dass damals die normalen Leute so ein Einraum-Hauskonzept hatten. Das Haus bestand aus einem Raum. Keine Unterteilungen. Und wenn man Vieh hatte, nahm man das nachts mit. Natürlich keine ganze Herde, aber manchmal gibt es Ochsen, Esel oder ein paar Ziegen. Die nahm man da nachts mit rein. Die wärmten auch wiederum und hatten den großen Vorteil, dass sie auch nicht gestohlen werden konnten. Aber der große Nachteil war, dass mit der Zeit die Klamotten nach dem Vieh rochen. Deswegen haben reichere, wohlhabendere Leute die Idee gehabt, man baut einen separaten Raum, ein Katalyma. Katalyma war also die bessere Stube, die getrennt war vom Vieh und dann roch man nicht nach dem Vieh. Das konnten sich die Wohlhabenderen leisten. Wir erfahren also in unserer Weihnachtsgeschichte, wenn es ein Katalyma gibt, dann gab es auch ein Wohnhaus und dann gab es wohlhabendere Leute und jemanden, dem das Ganze gehörte. Aber die Unterbringung der Maria, der Schwangeren, im Katalyma wurde verwehrt. Und Lukas schweigt sehr höflich über die Gründe. Wer aber die Weihnachtsgeschichte aufmerksam und mit den Augen der Zeitgeschichte liest, der kann durchaus die Gründe entdecken. Das möchte ich aber an dieser Stelle nicht ausführen, das würde zu weit gehen. Nur den Tipp, in Johannes 1, Vers 11 heißt es, er kam in sein Eigentum, aber die Seinen nahmen ihn nicht auf. Ich frage mich immer noch, wo es eigentlich mit dem Besitzer hingegangen ist, warum er nicht erwähnt wird. Bei Lukas spielt er keine Rolle, aber
diese Funktion, diese Rolle des Wirten finde ich faszinierend und habe einfach mal ein bisschen über den Wirt nachgedacht. In unseren klassischen Krippenspielen ist ja das Gasthaus voll ausgebucht und ich dachte, ja, so geht es uns vielleicht mit unserem Leben auch. Spiegelt das nicht unsere Wirklichkeit wider? Ein volles Lebenshaus. Der Terminkalender ist ausgefüllt. Zeitlich sind wir ausgebucht. Kaum einer läuft gelangweilt durch die Gegend und sagt, habt ihr noch etwas für mich zu tun? Ja, unser Lebenshaus ist bis unters Dach ausgelastet, wie in den Krippenspielen auch. Alle Zimmer sind belegt. Ein Freund sagte mir mal, wenn mein Terminkalender voll ist, dann kaufe ich mir einfach einen neuen. Ich weiß nicht, ob es dir ähnlich geht. Vielleicht bist du in der Ausbildung. Eine junge Frau erzählte mir vor kurzem, dass sie einen vollen Terminkalender hat. Sie lernt im dualen System, wenn sie nach Hause kommt, hat sie noch unendlich viel zu lernen und vorzubereiten. Dann kommen die üblichen Sachen, Haushalt und die Pflichten, die es gibt. Ja, sie würde sich gern ehrenamtlich einbringen, aber der Terminkalender lässt es einfach nicht voll. Vielleicht gehörst du auch zu denjenigen, die noch kleine Kinder haben. Als Vater von 4 Kindern weiß ich, wie das ist, wenn man kleine Kinder hat. Oder wie Reinhard May singt in dem Lied, keine ruhige Minute ist seitdem für mich drin. Und es geht so, wie ich vermute, bis ich 100 Jahre bin. Unsere zweite Tochter hat zum zweiten Mal ein Sohn geboren und wir erleben zusammen als Oma und Opa aus der Ferne, wie sich die Geschichte der vollen Zeit wiederholt. Ja, ist das unsere Lebenswirklichkeit? Die Arbeit, in der wir stehen, die wird immer kompakter, immer mehr verdichtet. Die Anforderungen im Beruf werden ja nicht weniger, die werden mehr. Die Pflichten, die wir haben, dürfen wir nicht vernachlässigen. Hinzu kommen dann noch Sorgen, vielleicht um die eigene Gesundheit, vielleicht auch die um andere. Das Leben ist ausgefüllt mit Verwirklichung von Zukunftsplänen. Ja, auch Beziehungen brauchen Zeit und müssen gepflegt werden. Aber vielleicht haben wir auch keine Zeit, weil der Schmerz von einem verstorbenen Partner uns ganz ausfüllt. Vielleicht ist auch Schuld einer gescheiterten Beziehung oder die Frage nach der Freizeitgestaltung, was wähle ich denn aus dem endlosen Repertoire, was es gibt. Ich glaube, wir teilen alle das Los von diesem Wirt. Kein Platz in unserem Lebenshaus, alles voll. Voll, und was ist mit dem Sohn Gottes? Natürlich interessiere ich mich für Gott, wird mancher denken. Aber ich habe keine Zeit für ihn. Ab und zu wünsche ich mir, ich hätte mehr Zeit. Und das mit Jesus ist sicherlich wichtig, aber ich habe auch nichts gegen ihn. Mein Leben ist schlichtweg voll. Ich habe mir das so nicht ausgesucht. Interessant, dass die Wirtin in diesem Theaterstück sich gegen diese Rolle wehrt, ausgebucht zu sein, ausschließen zu müssen. Und ich habe mich gefragt, wehren wir uns manchmal auch dagegen, dass wir so ausgebucht sind? Wir merken vielleicht, dass sich irgendwas ändern müsste, dass wichtige Dinge im Leben eine höhere Priorität bekommen sollten, dass mein Leben in einem größeren Zusammenhang steht als in diesem kleinen Klein des Alltags. Kommen die wichtigen Dinge in unserem Leben nicht zu kurz? Sollten wir nicht irgendwie dagegen steuern? Weihnachten, Gott kommt zu uns. Gott steht vor der Tür und er möchte bei uns wohnen. Aber manchmal denke ich, Gott, das ist mir zwar voll peinlich, ich bin bereits ausgebucht. Wenn es dir nichts ausmacht, dann könntest du dich vielleicht in die Warteliste eintragen, die ich habe. Und wenn jemand da mal auszieht, dann könnte ich dir einen Platz einräumen. Sind wir so ausgebucht und wollen wir Gott gleichzeitig unterbringen? Wenn wir dabei stehen, müssen wir uns entscheiden. Wir müssen die Prioritäten neu bedenken. Eine weitere Parallele zum Wirt in diesem Krippenspiel besteht darin, dass er es allen recht machen möchte. Entscheidungen treffen ist nämlich schwer.
Hat man eine Entscheidung getroffen, stehen die Optionen nicht mehr offen. Dann ist das Urteil gefällt. Dem Wirt fällt das sehr, sehr schwer, will keinen abweisen, aber aufnehmen kann er auch nicht. Er will gastfreundlich sein, aber sein eigenes Bett stellt er auch nicht zur Verfügung. Er will nicht Nein sagen, aber Ja sagen kann er auch nicht. Der Wirt würde gern Gott mehr Zeit geben, aber ihm sind leider die Hände gebunden. Keiner soll ihn für herzlos halten. Er hat schon seinen Glauben, aber Gott, du kannst nicht mehr Platz in meinem Leben haben. Und da fällt dem Wirt ein, dass er einen Kompromiss eingehen kann. Er schafft Platz in seinem Stall. Da müssen Ochs und Esel ein bisschen rutschen. Es ist vielleicht ein bisschen abseits im Haus, aber es ist doch noch zugehörig zum Leben. Gott wird so oft in unserem Leben in das Hinterhaus verbannt. Jesus wird in einem Abstellplatz geboren. Das ist der Kompromiss, wenn man es allen recht machen möchte. Wie sieht es in unserem Leben aus? Wie sieht es in deinem Leben aus? Welche Rolle spielt der Sohn Gottes in deinem Leben? Wir entscheiden uns immer. Egal was wir tun, müssen wir uns entscheiden. Vielleicht wollen wir Christus nicht abweisen, aber hereinbitten wollen wir ihn auch nicht. Im Wohnzimmer? Zu offensiv. Im Arbeitszimmer? Besetzt. Schlafzimmer? Nee, das gehört ihm da sowieso nicht. Also bleibt die Abstellkammer. Welche Rolle spielt Gott in unserem Leben? Eine Hauptrolle oder eine Nebenrolle? Weihnachten ist, dass Gott vor der Tür steht. Ich finde das faszinierend. Dass Gott sich erniedrigt, das ist kaum vorstellbar. Das muss ein Märchen sein, das muss eine Legende sein. Gott ist so groß und er soll hierher kommen, er soll zu mir kommen. Das ist doch nicht möglich. Aber genau das ist die Botschaft von Weihnachten. Und der Wirt, der hat diese Chance seines Lebens nicht erkannt. Die Krippe ist so nah und doch so fern für ihn. Es ist eigentlich eine Tragödie. Und unser Problem ist nicht das Zeitproblem, sondern die Prioritäten, die wir setzen. Und es wäre ein Jammer, wenn unser Leben dem des Wirten gleichen würden, weil wir die Prioritäten anders gesetzt haben. In unserer Geschichte machen es die Hirten richtig. Die Hirten sind hier Oberklasse, vielleicht haben sie auch wenig zu verlieren. Sie hören auf dem Feld die Botschaft des Engels, euch ist heute der Retter geboren. Und sie machen sich auf und sie gehen nach Bethlehem und sie treffen dort dem Jesus-Babylein und erzählen die Geschichte, die sie erlebt haben. Und vielleicht hat Maria dann erzählt, wie sie den Gabriel getroffen hat, ich weiß es nicht. Aber das ist die Weihnachtsbotschaft, dass Gott in diese Finsternis als Licht hineinkommt. Und das feiern wir an Weihnachten. Gott kommt zu uns, das ist eine Gelegenheit, das ist eine Chance, die wir haben. Ich finde es toll, dass die Hirten alles stehen und liegen lassen und die Prioritäten neu ordnen. Sie machen sich auf den Weg. Und deswegen spielen sie auch in der Weihnachtsgeschichte eine Hauptrolle. Sie nehmen sich Zeit für Gott und geben Jesus Raum. Sie beten ihn an und geben Gott die Stelle in ihrem Leben, dem ihn zusteht. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, ob wir so das Klopfen Gottes hören, wenn er Einlass haben möchte. Aber ich möchte uns ermutigen, Weihnachten als Chance zu nehmen, Platz ihm Raum zu geben in unserem Leben, Zeit für Gott zu nehmen, für ein Gebet. Und wenn Christus kommt und mit uns unser Leben gestalten möchte, dass wir ihm diesen Raum, diesen Platz geben. Ja, es wird sich dann manches in unserem Leben verändern, aber ich denke, das wird sich lohnen. Amen.